Hallo alle zusammen, ich habe die FreeNOT Pro von StudioNOT. So sehen sie aus. Interessant ist tatsächlich hier die Verpackung, habe ich jetzt schon aufgerissen. Wird eben hier ja, wie so eine Süßigkeitenpackung aufgerissen. Die Umverpackung kann man dann entnehmen und herauskommen dann hier die eigentliche Verpackung hier auch recht schick aus Pappe mit den In-Ears. Eine Anleitung ist dabei, wir haben hier ein Aufladekabel und wir haben hier diese Wings, so nenne ich sie jetzt einfach mal, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist dabei. Eine App habe ich jetzt hier nicht gefunden bei den In-Ears, ich glaube, die gibt es nicht. Und so sieht dann das Ladecase aus. Das Ladecase ist außen komplett aus Metall, was das Ganze ein bisschen schwerer macht als andere und aber auch deutlich robuster. Also wer lieber was Leichtes will, ist es eben nicht hier. Dafür ist es sehr robust. Also ich kann mir vorstellen, das hält dann durchaus auch mal einen Sturz aus. Innen drin aus Plastik, gepairt haben sich die ganz einfach, indem ich die rausgenommen habe. Möchte man das noch mit einem zweiten oder anderen Gerät pairen, muss man hier wahrscheinlich dann 2 bis 3 Sekunden auf diesen Knopf drücken, damit sich dann dieses andere Gerät auch pairt. Diese In-Ears, gucken wir uns nochmal an, sind, ja, die legt man einfach ins Ohr rein und heben sich so ein bisschen von der anderen Masse der In-Ears ab. Dadurch ist der Tragekomfort noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach, weil man nicht dieses ohrumschließende große Teil im Ohr hat, sondern das wirklich einfach nur reingelegt wird. Der Nachteil ist dabei aber immer, dass sie nicht ganz so fest drin sitzen. StudioNOT versucht das Ganze hier auszugleichen durch diese Wings. Die kann man einfach hier ranklippen und wenn man die jetzt ins Ohr legt, ist hier so ein Widerstand drin im Ohr, dass sie nicht so leicht rausfallen. Mittel war mir ein bisschen zu klein. Large fand ich dann schon fast wieder ein bisschen störend, gerade wenn man eine Stunde damit Musik hört. Also habe ich die weggelassen, diese Wings, und konnte trotzdem recht gut noch leichte sportliche Aktivitäten machen. Also schon leicht vor sich hin joggen, ein bisschen Fahrrad fahren, das geht. Wenn man jetzt ein Fitnessstudio macht, oder den Kopf viel hin und her bewegt, ist es vielleicht dann doch sinnvoll, diese Wings ranzumachen. Trotzdem finde ich, kommt man selbst mit diesen Wings nicht an diese Sicherheit, dass sie herausfallen wie andere In-Ears. Vielleicht ganz kurz zum Klang. Also wir haben hier eben In-Ears, die man nur reinlegt. Das merkt man dann auch meiner Meinung nach so ein bisschen im Bereich des Basses. Der ist nicht ganz so kräftig, nicht ganz so vorhanden wie bei anderen In-Ears, meiner Meinung nach. Ist aber noch okay. Der mittlere Bereich, hier sind die Stimmen schon authentisch. Aber auch hier fehlt so ein bisschen dieses kräftige, auch in anderen mittleren Tonbereich fehlt so ein bisschen das Differenzierte und geht man in die Höhen, setzt sich das ein bisschen fort. Also die könnten noch ein Ticken klarer sein, noch ein bisschen detaillierter. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, das sind Kopfhörer der 80-Euro-Klasse und vergleicht man das hier in dieser Preisklasse mit anderen In-Ears, da machen die einen recht guten Job. Nur schaffen sie es eben nicht, an das Niveau von In-Ears, jetzt sage ich mal von 150 Euro ranzukommen, was den Klang angeht. Und, das muss ich jetzt auch gleich sagen, was das ANC angeht. Diese In-Ears haben ein ANC, was sie aktivieren lässt, indem ich hier längere Zeit drauf drücke. Dann aktiviert sich das ANC und ja, die Außengeräusche werden ein bisschen abgeschwächt, aber bei weitem nicht so gut wie bei In-Ears, die das Ohr also verschließen. Muss man auch dazu sagen, was man eben jetzt hier lieber möchte, diesen offenen Klang, guten Tragekomfort, was diese In-Ears bieten, oder dann doch kräftigeren Bass oder auch die mehr Sicherheit im Ohr, dass sie nicht so leicht rausfallen.